Ihr seid alle, das geht jetzt wirklich an meine Community, an meine eigene Community. Ihr könnt mir den Preis des Owners des Jahres geben. Ihr seid alle so inkompetente, dumme Vollidioten. Ohne Witz. Check-in, One Man to Balls hier. Heute mal mit einem bisschen ernsteren Thema. Und zwar, wie der Titel schon sagt, wird sich einiges verändern auf diesem Kanal. Ich werde auch die ganzen Themen hier ansprechen. Erstmal, ich hatte einen Let's Test gemacht zu einem Spiel, was ziemlich cool war: Two Point Campus. Das ist so ähnlich wie Two Point Hospital, so eine Wirtschaftssimulation. Aber ich werde das nicht hochladen, weil ich hatte das wieder im Stream aufgenommen. Und das werde ich in Zukunft nicht mehr machen, außer es sind Horrorspiele, die ihr unbedingt live mitsehen wollt. Das Problem, was ich hatte die ganze Zeit wegen dem Chat geguckt und ich hatte dann später eine Riesenaufnahme von 3 Stunden, die ich schneiden sollte. Und das alles runterzuschneiden zu interessanten Parts, wäre scheiße gewesen, auch für euch. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich halt auf den Chat gucke, ist es oft bei so einem Let's Test schwer, sich auf das Spiel zu konzentrieren, weil ihr könnt euch ja schon vorstellen, bei einem Let's Test geht es darum, dass ich mir wirklich eine Meinung bilde. Also ich glaube, das könnt ihr verstehen, ihr seid ja schlaue Leute. Und wenn es jetzt ein Multiplayer-Spiel ist, wie damals mit diesem 3D-Ball oder wie das hieß, dann spiele ich halt mit Leuten im Discord. Wie gesagt, das kommt dann auch auf YouTube. So, jetzt kommt der nächste Punkt. Und da habe ich mit GTAHQ gesprochen. Könnt ihr abonnieren, guter Kumpel von mir, der ist auch Admin bei mir. Voll viele sagen ja, A Woman to Balls, der hat voll die fetten Aufrufzahlen und voll die fette Wiedergabe. Entschuldigung, Schluck auf. Voll die fette Wiedergabezeit. Stimmt, das sehe ich auch in meinen Analytics. Aber ich habe keine Likes und keine Kommentare. Woher kommt es? Hat der Bots? Nein, ich kaufe keine Bots, ich habe gar kein Geld dafür. Obwohl theoretischerweise jetzt hätte ich welches, aber ich fände es albern. Erstmal sind viele Zuschauer von früher aus der Counter-Strike- und Battlefield-Zeit, die sind jetzt älter, spielen entweder ganz andere Sachen oder haben Familie, Arbeit, um die sie sich kümmern, sind erwachsen geworden. Zum anderen kriege ich überhaupt keinen Support durch meine eigene Community. Darauf komme ich gleich. Warte mal, wo war ich denn gerade? Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Achso, Moment, kurz Käffchen. Ich werde natürlich weitermachen, weil ich mache das nicht nur für den Gewinn oder Logitech, Google Partner. Gaming hat mir schon immer Spaß gemacht und mir macht es auch Spaß, euch zu entertainen, das wisst ihr. Also, das ist ein Hobby, eine Leidenschaft. Und ich freue mich auch, wenn Leute sich über Witze und sowas freuen. Ist ja klar. So, jetzt kommen wir aber mal zu meiner Community. Habe ich mit HQ drüber gesprochen. Habe ich gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, alle sind neidisch auf mich, weil ich jetzt bei Logitech war, in Anführungszeichen, die haben ja nicht viel gebracht, Video. Und ich habe mit sehr großen Firmen zu tun, mit denen ich schreibe. Und nein, da mache ich nicht einen auf Watchaken oder so. Nein, ich bin der Geschäftsführer meiner eigenen Einzelunternehmung. Und da bin ich dann auch seriös und ich habe sehr viele Möglichkeiten. So, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Leute entweder neidisch auf mich sind. Ich habe schon sehr oft gehört, dieses, wie bist du an Logitech gekommen und so. Und das zieht sich jetzt so die ganze Zeit durch. Ich kann den ganzen Tag machen und tun und den schenken. Und die reagieren überhaupt nicht drauf. Ich kann euch ja mal was zeigen. Ihr seid alle, das geht jetzt wirklich an meine Community, an meine eigene Community. Ihr könnt mir den Preis des Owners des Jahres geben. Ihr seid alle so inkompetente, dumme Vollidioten. Ohne Witz. Wisst ihr eigentlich, was ihr hier für Möglichkeiten habt bei mir? Warte mal. Mach mal hier den ganzen Scheiß weg, damit man es sieht. So, wie findet ihr das Pornhub-Logo? Skyler, habe ich selbst gemacht. Wir haben also
GTHQ, DJ Chat, hat hier Events gemacht. GTA-Events, so wie damals. Alle sind eingeladen. Glaubt ihr, irgendjemand hat darauf reagiert? Nein. Wir haben einen neuen Sponsor. Der schenkt jedem Spiele. Man muss sich nur als Creator entweder auf Twitch oder YouTube anmelden. Ich habe hier sogar eine Ad Everyone gemacht. Auf Deutsch und Englisch. Man wird überprüft und das Coole ist, wenn du die Spiele geschenkt bekommst und du lädst beispielsweise ein Video auf YouTube hoch oder du machst einen Livestream auf Twitch und schickst es denen dann wirst du bar bezahlt. Bar. Nicht in Abos oder Bits oder so. Nein, du kriegst mindestens 8 Euro, wenn nicht sogar 20 Euro. Eine einzige Person hat das gerafft, nachdem ich ihn drauf angesprochen habe, ja. So, ich knall ein Video nach dem anderen raus, mach Streams. Denkt ihr, irgendjemand gibt mir ein Like? Oder irgendwas? Das Lustige ist, ich bin wirklich kein Rassist, aber das will ich jetzt mal sagen, das ist wirklich diese deutsche Ellbogengesellschaft. Die Möglichkeiten, die bei mir haben, haben die in Deutschland nicht. Das ist so aufgebaut nach amerikanischem Prinzip. Beispiel. Jeder, der irgendwie Videos oder Streams macht, ist... Wo ist er? Hier. Automatisch bei... Wo ist denn der? Hier. Automatisch bei mir drin. Man muss nichts machen. Der Bot erkennt sofort. Er ist online. Boom. 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 So. Ich verlange dafür kein Geld. Wenn die das probieren würden in einer anderen Community, ich habe euch ja schon mal die Geschichte erzählt von dieser einen Streamerin, die mich gefragt hat, was ich beruflich mache. Und in der Zeit war ich ja wirklich Vollzeit-YouTuber. Ich habe an einem Tag dieses Crash Bandicoot 3 Let's Play an einem Tag gespielt, gerendert und hochgeladen. 16 Folgen an einem Tag. Macht mir das erstmal nach. So. Und denkt ihr, ich bekomme irgendwie Support von denen? Nein. Nein. Kitira hat einmal gesagt, weißt du was, scheiß drauf, Leute kommen und gehen. Kitira, ich gebe dir eine Antwort darauf. Genau das ist das Problem. Mir wurde einmal von zwei deutschen Vollidioten Arbeit im Wert von 4 Jahren kaputt gemacht. So, und HQ hat jetzt gesagt, und das ist jetzt der nächste Punkt, in Zukunft werden meine Streams und Videos mehr Englisch. Ich kann sehr gut Englisch, nicht perfekt, aber... es ist noch ausbaufähig, aber er meinte zu mir, Mann, du kannst jetzt mittlerweile so gut Videos machen, du kannst so gut Englisch, werd internationaler. Klar, wenn jemand, ich habe German-Deutsch, also German-Englisch bei mir drin, das heißt, wenn jemand Deutsch spricht, irgendwie ein jüngerer Zuschauer, antworte ich auch auf Deutsch, aber größtenteils wird der Content ab jetzt nur noch Hauptsprache Englisch, weil, ja. Ich denke, erstmal hat man da ein größeres Publikum, weil Englisch halt die Hauptsprache ist. Der Discord wird auch umgearbeitet. Natürlich wird das Deutsche alles drinbleiben. Ich werde HQ fragen wegen der slawischen Sprache, die er spricht. Ich weiß gar nicht, welche die ist. Ich glaube, Tschechisch oder so. Ob er das dann auch dafür übersetzen kann. Es wird sich auf jeden Fall vieles ändern. Wie gesagt, jeder ist bei mir willkommen. Ich bin kein Rassist oder so. Ihr könnt schwarz sein, ihr könnt lesbisch sein, transsexuell. Ist mir alles scheißegal. Hauptsache ihr seid cool, haltet euch an die Regeln, macht euer Ding. Und wenn ich noch einmal von meinen Leuten höre, Support ist kein Mord. Ich habe hier einen Moderatoranwärter, wisst ihr was? Den werde ich gleich kicken. Der ist jetzt seit einem Jahr Moderatoranwärter. Der macht überhaupt nichts. Der ist nie da. Also, sorry, wenn ich das so sage. Kommt, also wenn ihr cool seid, ich bitte euch, kommt in meine Community, macht die bunt, seid verrückt, belebt die. Aber die, die da gerade drin sind, die sind tot. Ja, wie gesagt, es wird sich vieles verändern auf meinem Kanal. Aber es wird auf jeden Fall wieder gute Qualität sein. Jetzt werde ich auf jeden Fall viel Arbeit erstmal vor mir haben. Naja, achso, und by the way, für alle, die reinschauen bei mir, es gibt immer Gratis-Spiele von Steam und Epic Games. Ja. Und falls ihr selbst Creator seid, wie gesagt, wir haben den Sponsor. Ihr könnt mit uns Geld verdienen. Und es gibt auch Community-Events. One Man to Balls, over and out. Peace.